uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben, preisen den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, loben, preisen den Herrn. Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zur Kinderkirche am 18. April. Für unser Zusammensein zünde ich uns eine Kerze an, so wie wir es aus dem großen Gottesdienst und aus unserer Kinderkirche kennen. Heute geht es hier in der Kinderkirche um eine Geschichte vom Sehen, vom Anfassen und vom Glauben. Schau einmal diesen kleinen Holzengel hier an. Ich sehe ihn genau. Ich weiß, dass er da ist. Und auch wenn ich meine Augen zumache und ihn anfasse, kann ich mir sicher sein, dass er da ist. Aber was ist, wenn ich den Engel nicht mehr sehe und nicht mehr anfasse? Jetzt wissen wir beide, dass der Engel trotzdem da ist. Bevor wir jetzt die Geschichte für heute hören, lasst uns zusammen singen. O zwei oder drei, wenn meine Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. O zwei oder drei, wenn meine Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. An den vergangenen Sonntagen haben wir schon die Geschichte gehört von den Frauen, die am Ostermorgen zum Grab gegangen sind. Dort fanden sie nur Engel vor, die ihnen sagten, dass Jesus wieder lebt und von Gott auferweckt wurde. Ihr habt auch die Geschichte von Maria von Magdala gehört, die draußen vor dem leeren Grab Jesus wieder getroffen hat. Und heute lese ich euch die Geschichte vor von Thomas, einem Jünger von Jesus, der erst nicht glauben konnte, dass Jesus wieder lebt. Thomas kann es nicht glauben. Doch dann kam Jesus zu den Jüngern ins Haus. Sie alle konnten es sehen. Jesus lebte. Aber einer war nicht dabei, Thomas. Als Thomas später hörte, dass die anderen Jesus gesehen hatten, sagt er: Nein, das glaube ich nicht. Erst wenn ich ihn selbst gesehen und angefasst habe, glaube ich, dass er vom Tod auferstanden ist. Eine Woche später trafen sich die Jünger wieder in dem Haus. Und dieses Mal war auch Thomas dabei. Alle Türen waren geschlossen. Plötzlich stand Jesus mitten im Zimmer. Friede sei mit euch, sagte er. Dann sah er Thomas an. Ich bin es, Thomas, sagte er. Fass mich ruhig an, ich lebe wirklich. Glaube mir. Ja, sagte Thomas, du bist Jesus, mein Herr und mein Gott. Das war also die Geschichte vom Sehen, Jesus sehen, vom Anfassen, Thomas, der Jesus angefasst hat, und vom Glauben daran, dass Jesus wieder lebt. Zu dieser Geschichte habe ich mir überlegt, dass du zu Hause oder mit deinen Freunden ein Spiel machen kannst, in dem es auch um das Sehen und das Anfassen geht.
Und zwar kannst du es machen wie ich. Nimm dir einen Beutel, einen leeren Beutel und tu da einen kleinen Gegenstand hinein. Zum Beispiel so einen kleinen Holzengel. Und dann gehst du mit dem Beutel zu deinen Eltern oder deinen Geschwistern und bittest sie einmal, ohne hineinzuschauen, reinzufühlen, anzufassen und zu sagen, was ihrer Meinung nach im Beutel ist. Und dann kannst du auflösen, was steckt wirklich in dem Beutel? Was haben sie angefasst? Und wenn ich hier in den Beutel fasse, dann kann ich auch fühlen, was ist darin. Oh, schau, ein Engel ist darin. Und was habe ich noch? Ah, unser Holzengel von eben. Dann finde ich darin noch, na sowas, einen kleinen Esel. Vielleicht ist das so ein Esel, wie der auf dem Jesus am Palmsonntag in Jerusalem eingeritten ist. Dann habe ich hier noch etwas nicht nur zum Sehen und zum Anfassen, sondern duftende Kräuter. Und ich finde auch noch einen Stein. Einen kleinen Stein, nicht so einen großen Stein wie der, der vom Grab weggerollt worden war. Und als letztes sogar noch einen Apfel. Vielleicht kennst du ja auch eine biblische Geschichte, in der ein Apfel eine Rolle spielt. Mit diesem Spiel verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche dir und deiner Familie einen wunderbaren Sonntag. Den Abschluss macht heute wieder Johanna mit unserem Segenslied. Bis zum nächsten Mal. Ich hüll dich Gülden ein, von Gott sollst du gesegnet sein. Von Herzen freu ich mich. Ich freu mich über dich.